So, haha, herzlich willkommen in der nächsten Folge. Ich habe jetzt mal das Stein eingesammelt. Meine zwei Steinproduktionen machen insgesamt in der Minute circa 37 Stein. Parallel dazu fange ich jetzt an, hier die restlichen Sachen hinzusetzen. Ich dachte, das will ich der Aufnahme nicht vorenthalten, wie ich hier Rohre hinsetze. Genau. Genau. Ich lasse hier vorne immer eins frei, damit ich da schön durchgehen kann. Mir ist gerade eben aufgefallen, als ich einmal kurz abgezählt habe, wie viele Rohre ich ungefähr brauche, dass ich, wie heißt, nicht an die Abfallprodukte gedacht habe. Die hier produzieren nämlich Matt. Und zwar 0 bis 3 Stück pro Durchlauf. Und dieses Matt muss ich natürlich auch noch irgendwie abtransportieren. Ich gehe jetzt mal zu 100% auf Risiko und gehe davon aus, dass meine Farm, so wie ich sie jetzt gebaut habe, passend ist, dass ich da auch noch Bales reinquetschen kann, damit ich das Matt abtransportieren kann. Ich hoffe es mal zumindest. Es kann auch sein, dass das absolut in die Hose geht. Das weiß ich jetzt noch nicht tatsächlich. Das habe ich nicht doppelt geprüft. Ich lasse mich einfach überraschen von dem, wie es dann funktioniert, wie es dann läuft am Ende des Tages. Und genau. Genau. Bevor ich die hier vergesse, platziere ich die auch natürlich noch. Und ich kümmere mich erstmal um das Abtransportieren des Schmutzes, bevor ich mich darum kümmere, was ich dann mit dem Sulfur mache. Weil das Sulfur ist ja eigentlich das, warum ich diese ganze Produktion machen will. Zwei Stück reichen so ziemlich aus, um ein Clarifier zu befüllen. Das heißt, alle zwei Stück müsste ich auf dieser Ebene hier, auf der Ebene hier, sage ich einfach mal, wenn nicht sogar alle vier, aber ich glaube, alle zwei ist passend, einen hinsetzen. Das wäre dann hier, dort, hier und da. Keine Ahnung, was sagt mir die Rechnung? Wie viele Clarifier brauche ich denn? Tatsächlich habe ich die nicht berücksichtigt. Wenn ich hier jetzt einfach mal sage Heavy Mud und ich hätte das Ganze gerne weggefiltert, wie viele empfiehlt es mir? Es empfiehlt mir 0. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Setze ich den einfach mal ein bisschen runter, bis ich sehe, wie viele der mir empfiehlt. Das muss nämlich ungefähr an der richtigen Stelle sein. Scheinbar nicht. Habe ich überhaupt das richtige Rezept angewählt? Heavy Mud Water. Das hier ist Heavy Mud Water. Okay, ich hätte es gerne rausgefiltert. Ah, okay. Zutaten. Eines kann 400 verbrauchen. Das heißt, mir werden zwei Stück empfohlen. Ich habe einfach mal vier. Ich hoffe mal, dass das ausreicht. Okay, das kann ich. Naja, so könnte ich die ganzen Sachen betreiben. Das heißt, dann hier kommt der nächste hin. Kümmere ich mich erstmal um die Stromversorgung, weil ich nicht will, dass am Ende irgendwas nicht läuft und ich das nicht mitbekomme. So, jetzt als nächstes steht auf dem Plan, da ich mich um fast alle Abfallprodukte gekümmert habe, abgesehen von diesem Sulfurgas, wie heißt das denn genau? Hydrogen Sulfuric Gas, also Oxygenized Sulfurgas. Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall hätte ich das Ganze hier gerne wieder so zentral rausgeholt. Dafür ist die Überlegung, dass ich doch vielleicht das hier einfach machen kann und das Ganze dann vielleicht sogar ausreichen könnte, wenn ich das Ganze so anordne. Der hängt dann hier ganz außen dran und der hängt, setze ich den mal hier zentral hin. Ach so, ja, natürlich. Ich brauche das ja nur alle zwei Stück. Das heißt, hier vorne ist dann die nächste Charge. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Ah. Wenn schon. Wenn schon, denn schon. Wenn schon, denn schon. Ja, Symmetrie. So, einmal, zweimal, dreimal, viermal. Die Anordnung passt tatsächlich ziemlich genau, zumindest so von dem, was ich mir vorstelle.
Weil ich kann dir jetzt eigentlich sagen, ich hätte gerne in diese Richtung die ganzen Abfälle und ich habe keine Untergrundpipes. Ich habe aber einiges an Eisen. Also schnappe ich mir einfach mal einiges von diesem gecrushten Stein. Ein Durchlauf dürfte eigentlich reichen. Ich bleibe hier mal kurz stehen. 12 Stück. Ich brauche 8 Stück für die ganze Produktion. Brauche ich 8? Ich glaube, ich brauche nur 4. Ich nehme mir mal noch ein bisschen was mehr mit. Ich mache eh mehr Kohle, als ich verbrauchen kann. So. Und damit habe ich jetzt auf jeden Fall genug. Vielleicht sogar genug für die nächsten Sachen, die ich bauen möchte. Ich hätte gerne, dass das Ganze hier lang geht. Dann halt natürlich auch dementsprechend hier vorne. Und hier vorne. Habe ich das richtig gebaut? Ich glaube nicht. Einer leer, einer leer, einer leer. Der hier muss leer sein. Von dieser Seite. Habe ich einen Rechenfehler? Nee, ich glaube nicht, um ehrlich zu sein. Okay, nochmal von vorne. Hier und da. Dann hätte ich gerne diese Pipes, die in die andere Richtung gehen und das Ganze auf diese. Ah, ich verstehe. Baue ich das Ganze einfach mal eins hoch, damit ich das Ganze wirklich einfach nur nehmen kann und eins zu eins rübersetzen kann, weil das hier ist dann jetzt das Setup, wie es eigentlich gedacht ist. Genau. Mache ich das Ganze hier einfach mal so. Das passt dann schon bis auf diese Höhe. Bum, 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 bum. Von hier nach dort. Dann hätte ich gerne, dass das Ganze in einer Wurscht durchläuft. Das hier befüllt jetzt alles nur eine Seite. Und dann hier ab dem zweiten soll es bitte. Mache ich das Ganze einfach mal. Nee, das geht so gar nicht. Unnötig komplex, weil jetzt sollte es von beiden Seiten beladen werden. Wird es gar nicht. Keine Ahnung, baue ich das einfach ganz normal hin. Wen interessiert's? Hauptsache, der ganze Schmutz wird am Ende abgearbeitet. Den Schmutz behalte ich dann erstmal auf in der Kiste. Aber um den mache ich mir jetzt keine Sorgen im Moment. Denn Kiste. Bis die eine Kiste voll ist, wird es erstmal einen Moment lang dauern. So, das heißt, ich habe mich jetzt um alle Abfallprodukte gekümmert, bis auf dieses coole Gas, was dann auf dieser Pipeline rauskommt. Gehe ich da einfach mal ungefähr in die Mitte. Das Gas kommt dann, das ist dann der hier, das ist dann der hier. Das hier ist dann ungefähr die Mitte, sogar sehr genau die Mitte. Nehme ich mir das Ding einfach mal und setze es mal mindestens bis hierhin. Ja, verkabel ich erstmal alles, weil ich glaube, es ist noch gar nicht alles verkabelt. Jetzt dann aber gleich. Ja, ich brauche ja nicht ganz so sparend sein mit den Geschichten. Genau, genau, genau. Ich sehe hier gerade einen weiteren Designfehler, aber auf den ignoriere ich mal eben. Dann brauche ich wieder das hier, brauche ich wieder den hier und das war's dann auch schon. Die hier hätte ich gerne, dass sie zwei weit rausgeben. Die hier passten eh, wenn es nur eins weit rausgegeben wird. Man muss jeden einzelnen Schritt bedenken, weil ansonsten ist die Produktion nicht so effizient, wie sie sein könnte. So, 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 so. Für die Schönheit hätte ich natürlich durchgehen können und wie heißt alle, um eins weiter nach unten verschieben können, jeweils, damit ich da dieses Band direkt in der Mitte durchführen kann. Aber das ist mir jetzt sowas von egal. Die dürften alle verbunden sein. Schaut zumindest eigentlich so aus. Ich weiß jetzt, ach so, das sind die Bells, genau. Und man erkennt hier nicht wirklich den Unterschied zwischen Strom und alles anderem.
Von dem her gehe ich mal davon aus, dass das soweit einmal passt. Dann müsste ich das. Ach, das Ganze ist sogar schon verbunden mit den anderen Gerätschaften. Von dem her passt das auch. Nehmen wir einfach mal an, dass diese Produktion steht. So. Das heißt so viel wie: Bis zu diesem Schritt hier sind wir durchgekommen. Jetzt brauchen wir normales Wasser in einem Hydroplant, was dann Staline Water macht. Beziehungsweise Purified Water. Das Staline Water, das brauchen wir gar nicht. Ich nehme mal an, das ist Kalkwasser. So nenne ich das jetzt einfach mal. Das Kalkwasser können wir dann direkt wegpumpen. Das ist einfach nur Überschuss, den wir nicht haben, brauchen. Nehmen wir dich einfach einmal. Machen wir das hier einmal zu einer normalen Linie. Nehmen wir dich bis hierhin und sagen dann, hey, hi, wir hätten gerne in einer Washing Plant die ganzen Sachen gemacht. Bum, bum, das dürfte reichen. Nehmen wir mal die Washing Plant, stellen sie an den erstmöglichen Fleck, wo das Ganze sein kann. Das ist auch noch verbunden, das ist gut. Das heißt, wir machen jetzt diesen Vorgang hier. Der ist auch schon mit Wasser gefüllt, das ist auch sehr gut. Genau. Das heißt, der wird dann jetzt zwei Arten von Flüssigkeiten produzieren. Diese Flüssigkeiten gehen dann hier vorne raus. Die eine Flüssigkeit können wir eigentlich direkt in einem Clarifier wegfiltern, einfach aus der Welt löschen. Dafür brauchen wir ein bisschen Stein. Mache ich das mal direkt, weil bis jetzt dürften sich eh wieder 200 Steine ungefähr angesammelt haben, vielleicht sogar 300. Hier unten haben wir direkt die erste Steinproduktion. Schnappen wir einfach mal die Hälfte von dem, was wir gerade zur Verfügung haben. Das sind sogar 200, also wir haben über 400 Stein gemacht. Bauen wir eine davon. Wir haben es ja zum Glück an diesen Basic Circuits erstmal noch ausreichend. Müssen wir natürlich gucken. Das hier ist nicht das optimale Setup, was in diesem Taschenrechner hier oben links empfohlen wird. Aber ich mache das Ganze frei nach Schnauze. Das hier ist bloß ein Richtwert und die Mindestanforderung für ein Eisen die Sekunde. Und wenn wir ein Eisen die Sekunde schaffen, sind wir in sehr viel kürzerer Zeit so weit, das kommt hier hin, das kommt dahin, sind wir in sehr kurzer Zeit so weit, um alles andere zu machen, was wir brauchen. Nehmen wir einfach mal dich, setzen dich nicht bis auf maximaler Länge. Ich bin davon kein Fan, weil jetzt habe ich noch ein bisschen Spiel nach unten, je nachdem, wie viel ich brauche. Okay, ich habe jetzt das Purified Water. Der sagt mir, dieses Wasser brauche ich ein bisschen später in der Produktionskette. Ich brauche aber erstmal dieses ganze Gas, was ich hier unten angesetzt habe. Setze ich das Gas einfach mal dort an, wo ich es wahrscheinlich brauchen werde, also ungefähr hier vorne. Das ist jetzt das Gas. Und wir brauchen ganz viel von diesem roten Zeug, was wir glücklicherweise direkt nebenan haben. Wir haben die Sachen jeweils in einen Verbrenner reingeschmissen. Wir können aber sagen, wir wollen bloß, dafür sind diese Valves wieder richtig gut, allows throughput if the incoming side is over 80%. Das ist praktisch. Dann sagen wir hier, du verbrennst bitte bloß, wenn wir Überschuss haben. Das heißt, das restliche Zeug können wir ziemlich einfach hier rüber filtern. Wie machen wir das am besten? Eigentlich wäre es ja cool, wenn wir hier einmal drum herum gehen könnten und sagen, einmal quer Straße ein. Aber ich glaube, das kriege ich von hier vorne am leichtesten hin. Hier sind leider alle Wege blockiert und hierdurch kann ich höchstens hier lang gehen, aber da habe ich mir nicht genug Platz gelassen. Ich kann da einen kleinen Umweg gehen. Und zwar hier vorne lang. Ach, das ist so eine Spaghetti-Wurst. Aber Hauptsache, das System ist erweiterbar. Um viel mehr geht es mir gar nicht. Bis hierhin, von hier aus geht es dann bitte nochmal weiter. Beziehungsweise ich kann eh noch ein bisschen was weitergehen. Dann geht das Ganze bitte bis hierhin und von hier kriegen wir dann diese rote Sülze. Diese rote Sülze werden wir dann brauchen. Ich gebe die einfach mal hier vorne raus, das passt hoffentlich schon direkt.
Genau, diese rote Sülze werden wir dann brauchen. Das kommt aus diesem hier. Dieses Sulfurgas kriegen wir hier raus. Aber diese rote Sülze werden wir auch ein wenig später in der Produktion brauchen. Genau, und hier oben kriegen wir dann das pure Wasser her. Ich meine, wir brauchen dafür die Chemical Plant. Aber bevor ich das falsch baue, schaue ich lieber nochmal rein. Wir brauchen eine Chemical Plant, um diese rote Sülze mit diesem Sulfurgas zu verbinden. Daraus bekommen wir dann Sulfur. Das Sulfur können wir dann verkraften mit weiterer roter Sülze. Und dieses Verkraftete davon können wir dann mit purem Wasser wieder zu so einer Sulfurflüssigkeit machen. Diese Flüssigkeit können wir dann Sulfuric Wastewater. Ach, das kriegen wir dann einen Schritt später raus. Okay. Auf jeden Fall. Wir brauchen jetzt erstmal eine Chemical Plant. Diese bekommt bitte diese Ressourcen. Ah, schade. Schade, schade. Dich kann ich doch bestimmt weiter nach hinten setzen, oder? Ich hätte dich nämlich gerne hier. Haha. Der sagt mir, wie viele brauche ich denn davon? Ich brauche eines auf voller Geschwindigkeit. Okay. Das heißt dann, du bekommst einmal dieses coole Gas. Das hier vorne geht dann hier rüber und von dort aus wird es dann bitte verarbeitet. Das heißt, du produzierst dein Sulfur. Das Sulfur wird rausgenommen und zwar in ein Liquefier. Diese Liquefier haben wir zum Glück noch einen. Den stelle ich einfach mal so her. Ich hoffe mal, dass das ausreicht. Da brauchen wir Schwefel und Oxygengas. Stellen wir dich dann doch mal lieber so her, weil jetzt können wir sagen, wir nehmen bitte das Übrige von dem Zeugs und machen daraus das hier. Aus diesem Gas, nicht vergessen, wir haben hier diese ganze Reihe zu arbeiten, dieses Gas werden wir dann brauchen, zack, 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 sind wir hier mit diesem puren Wasser, um daraus eine Flüssigkeit zu machen. Das heißt, hier haben wir das pure Wasser und das Ganze kommt dann in der nächsten chemischen Plantage einmal hin. Das ist dann dieser Schritt. Der braucht die Ressourcen so rum. Das heißt, der Einfachheit halber stellen wir dich so hin und dich nehmen wir tatsächlich bis auf die maximale Länge. Setzen dich hier hin, einfach nur, weil ich dann weniger routen muss mit den ganzen Flüssigkeiten. Damit kriegen wir dann jetzt als Output diese schöne Flüssigkeit. Mit der Flüssigkeit können wir dann mit Slag gemeinsam, das heißt, wir brauchen sogar ein bisschen was von diesem Slag hier vorne. Eieieiei, das wird lustig. Wir brauchen dieses Slag, um damit schöne Sachen zu machen. Wie viel Slag brauchst du denn eigentlich? Du brauchst 5 Slag die Sekunde. Eines davon macht alle 4 Sekunden ein Slag bei einem Herstelltempo von 1. Das heißt, 4 Stück davon machen 1. 2, 3, 4. Habe ich zu wenig hingesetzt? Eigentlich brauchen wir alles von diesen Ressourcen. Nicht nur eigentlich, wir brauchen alles von den Ressourcen. Das heißt, wenn wir smart gewesen wären, hätten wir diese Plantage nach rechts gebaut und das hier weiter nach links. Ist uns aber jetzt ziemlich egal. Wir haben es ja mit den Bändern. So können wir dann nicht durchgehen, da unsere Bänder nicht weit genug reichen. Aber hier vorne können wir durch, fällt mir gerade auf. Bum, bum, bum. Gehen wir mal auf die Mindestlänge hoch. Das hier ist die Mindestlänge. Das hier vorne brauchen wir dann nach diesem Schritt. Was machen wir denn im nächsten Schritt? Da brauchen wir Liquefier, und zwar 2 Stück tatsächlich. Stellen wir diese einfach mal hin. Liquefier, Liquefier, da sind sie. Ich glaube, so rum ist tatsächlich cooler. Mit mindestens 2 Abstand, weil das hier vorne wird dann mit Rohren bepowert. Mache ich mal mehr Rohre, weil ich jetzt schon sehe, dass wir mehr brauchen werden. Und auf dieser Seite dann, das ist tatsächlich schon anschließend, setze ich einfach mal die Maximalanzahl plus 2 weitere hin.
Du nimmst bitte von da und gibst rein. Du gibst bitte bis dorthin hoch. Damit sind jetzt alle richtig eingestellt. Diese Dinger müssen wir dann natürlich mit Strom bepowern, so wie die anderen Geschichten, die wir aber bisher ziemlich ignoriert haben. Gekonnt, muss ich dazu sagen, die wir gekonnt ignoriert haben. So, damit ist jetzt auch alles gepowert, sobald da mal Strom dran hängt. Genau. Du bekommst dann bitte von hier vorne deine Flüssigkeit. Nicht vergessen, ich bin ein absoluter Factorio-Profi. Man kann das nicht besser bauen als das, was ich hier gerade mache. Das ist nie zu vergessen. Du machst dann aber die Flüssigkeit, diese hier. So, 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 genau. Du nimmst von hinten rein und gibst vorne raus. Das heißt, dass ich die hier eigentlich weglassen muss, weil ich dann diese Flüssigkeit weiterleiten werde. Und wohin stellt sich dann jetzt die Frage? Die Flüssigkeit wird dann weitergeleitet in, in drei Filtration-Einheiten, in drei Filtereinheiten. Mache ich das Ganze anders, weil ich die Ressourcen ja aktuell habe? Mache ich das Ganze einfach mal so. Dann führt 50% der 50% der Produkte hier rein. Und wir machen das Ganze einmal so. Dann führen, hier vorne brauchen wir das tatsächlich gar nicht. Dann führen 50%, also noch die restlichen Ressourcen hier vorne rein. Dann haben wir nämlich, ich weiß jetzt nämlich nicht, wie viele von den Greifern der brauchen wird. Jetzt hat der auf jeden Fall mal genug. Genau. Genau. Diese Flüssigkeit kriegen wir dann raus. Dafür brauchen wir dann jetzt diese Filtereinheiten. Das sind die hier. Drei Stück hat er gesagt. Platzieren wir den einfach mal mit einem Abstand, weil ich es gerade irgendwie so fühle. Na, das hier können wir, glaube ich, so normal hinstellen, weil der ja eine Flüssigkeit danach wieder rausgibt. So, das Zeugs wird dann einmal angeschlossen. Na, ich habe nicht mehr allzu viele. Naja, doch, Rohre habe ich gut noch viele. Okay. Mir fällt gerade auf, dass ich da wieder mal einen Denkfehler hatte. Ich muss nämlich jeden einzelnen davon jeweils mit so einem Crafter zusammenschließen. Mache ich erstmal ein und das Ganze so platzeffizient, wie es nur geht. Alles andere kommt nochmal weg. Keine Ahnung, wie viel Abstand die nämlich brauchen werden. Dann können wir dich aber auch locker hier hinstellen. So, du machst bitte das. Das ist deine einzige Aufgabe. Damit das gemacht werden kann, brauchen wir Kohle. Die leiten wir uns einmal her. Ja, wir werden wahrscheinlich hiervon alles abbauen dürfen. Und woanders hinstellen. Zumindest platzeffizienter, weil hiervon wollen wir noch mindestens eine zweite herbauen. Ja. Diese Kohle nehmen wir einfach mal diese letzte Produktion rein dafür. Machen wir das Ganze mal so halbwegs platzeffizient, aber ohne Connection hier vorne. Der kann hier vorne gerne so lang gehen, weil dann habe ich hier mit nie Stress. Platziere ich dich einfach mal so, aber dieser Kreislauf sollte bitte schon funktionieren. Sagen wir hier vorne einfach mal, du gehst hoch und gehst dann runter. Das klappt so nicht. So rum muss ich nämlich die beiden hier einmal umdrehen. Du nimmst von hier, gibst nach da. Du nimmst von da, gibst nach hier. So. Ah, das klappt so auch nicht. Manu. Machen wir das mal wieder anders. Und zwar sagen wir, dass das hier bitte hochgehen soll und von dort aus geht es dann runter, weil jetzt haben wir es zweilinig. Linig. Ich setze das Ganze mal auf derselben Höhe an wie das hier vorne. Da, und zwar auf dieser Höhe hier. Ich weiß noch nicht genau wo, aber das finden wir ja gleich zum Glück heraus. Also, beziehungsweise war die Überlegung eigentlich, dass das Zeugs dann von hier oben angeliefert kommt. Wieder neu bauen. Ist egal. Ist egal, ist egal. Hauptsache, irgendwann haben wir es richtig. Das Ganze kommt dann auf diese Höhe. Baue ich das da unten mal ab, weil sonst wird es niemals abgebaut. Ich kenne mich. Nicht vergessen, ich habe die ganze Produktion schon vorgeplant gehabt und weiß absolut genau, was ich mache. Genau. Du bist rein dafür da, diese Dinger herzustellen. Das braucht eine Kohle und fünf davon. Das heißt, die bekommen jeweils einen Inserter.
Und das Ganze gibt dann bitte in diese Richtung aus. Genau, dann brauche ich jetzt 5, 10, 15, weil ich drei von diesen Plantagen habe. Jeder davon soll wirklich bloß 5 von diesen Dingern bekommen, weil ansonsten gut und gerne mal das System sich ein bisschen aufstockt. So, den hier muss ich aber um eins weiter nach hinten setzen, weil das Ganze muss dann ja auch irgendwo nochmal rausgegeben werden. Das heißt, du holst Kohle rein, die Kohle wird dann verkraftet mit den Sachen, die schon drinne sind. Die Sachen werden dann hier verbraucht. Sobald alle verbraucht werden, wird das zurückgenommen, zurück hier vorne rein. Und genau. Von hier vorne wiederholt sich dann der Kreislauf, weil kontinuierlich neue Kohle reinkommt. Also, nehme ich einfach mal dieses System, stelle es ohne weitere Gedanken 1 zu 1 daneben hin, nehme ich dieses System ohne weitere Gedanken, stelle es 1 zu 1 daneben hin, baue das Ganze hier einmal kurz nach, 1, 2, 1, 2. Bitte, diese Config wird dafür übernommen, diese Config wird dafür übernommen. Ja. Oh. Ja, nee, das klappt so nicht. Muss ich vielleicht einmal umbauen. Der braucht ja zwei unterschiedliche Inputs. Das heißt tendenziell, dass ich hier vorne diese Sachen eine Linie höher bauen müsste. Ich nehme einfach mal an, dass das Ganze dann so passt. Du nimmst von hier und holst von dort. Damit ist die Kohle wieder gesichert. Lege ich hier jeweils mal ein Stack rein, weil ich Müll im Inventar nicht mag. Genau. Wie mache ich denn das jetzt? Von der Seite braucht er das pure Wasser. Aber der nimmt auch schon pures Wasser. Und zwar von diesem System. Das heißt, ich kann mir das hier einmal schnappen und rübergehen. Mindestens mal bis hierhin. Und den hier vorne. Was ist denn, wenn ich das Ganze nicht so... Naja, ich brauche da schon ein bisschen Platz dann für die restlichen Geschichten. Auf jeden Fall, so wie ich das aktuell verstehe, könnte ich das System hier umbauen, weil ich das halt zwei Reihen weiter links brauche. Beziehungsweise setze ich das vielleicht gleich in die Mitte. Es bringt ja jetzt nichts, mit dem puren Wasser anzukommen, wenn ich damit nichts machen kann. Kümmere ich mich erstmal auf dieser Seite um das Abflusssystem, bevor ich alles andere mache. Naja, der hier kann da eigentlich bleiben. Übernehme ich dich mal und... Oh! Ich wusste gar nicht, dass man die Dinger einzeln loswerden kann. Man kann die wohl einzeln von der Verbindung trennen. So, auf jeden Fall war jetzt gerade meine Überlegung, dass ich vielleicht so arbeiten könnte. Und das klappt allein auf dieser Seite schon nicht, weil alles andere im Weg steht. Wenn ich das um zwei verschiebe, dann habe ich hier immer noch genug Platz. Haha. Mache ich das vielleicht so. Das heißt, wie mache ich das denn am schlausten? Das hier kann mal mindestens weg. Baue ich das hier auch einfach mal alles ab. Jetzt haben wir ja das nächste Dings schon mal hingesetzt. Und wenn das alles abgebaut ist, haben wir ja eigentlich die Grundlage geschaffen, um wieder neu zu planen. Weil das hier vorne habe ich ja nur um eins rausgehen lassen, die Mindestlänge. Ich kann das Ganze ja noch erweitern. Dementsprechend ist das hier auch alles erweiterbar. Überall habe ich noch genügend Platz, um rumzuspielen. Und das System kann ich mir ja auf die Schnelle nochmal neu überlegen und vielleicht schöner verkabeln. Das sehe ich dann gleich. Baue ich erstmal alles ab. Da, 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 da. Den hier kann ich auch gleich abbauen, den da auch. Mache ich das hier auch nochmal alles einfach nur weg. So. So, so, so. Hier vorne brauche ich mal mindestens das. Das wollte ich so. Naja, doch, ist ja eigentlich egal. So. Überlege ich mal. Wir wollten das Ganze ja um zwei versetzt haben. Was ist, wenn wir das wirklich einfach nur um zwei versetzen? Hier müssen wir dann ungefähr auf diese Höhe. Setze ich dich mal weiter nach oben, weil du bist variabel. Dann brauchten wir hierfür
so eine Chemical Plant, das ist das hier. Und dich setzen wir auch mal einfach nur stumpf zwei weiter. Du machst dann das ganze Schwefelzeugs, das Schwefelzeugs kommt von hier, das ist okay. Und du brauchst dann dieses Zeugs. Genau. Daraus machst du dann Schwefel. Das wird dann rausgenommen. Überlege ich mal andersrum. Wie hätte ich denn das System gerne allgemein am Ende stehen? Baue ich dich nochmal ab, baue ich dich ab, baue ich dich ab. Beziehungsweise du kannst eigentlich so bleiben. Ich hätte das System gerne so rum. Das heißt, hier kommt schmutziges Wasser rein und hier kommt dieses andere Wasser rein. Ich muss das Ganze so komisch bauen, weil sonst kenne ich da keinen schönen Weg, das Ganze miteinander zu verkabeln. Weil jetzt kann ich hier oben einfach die Flüssigkeiten herholen und habe keine Chance, dass sich die Sachen vermischen. Was auch tatsächlich nicht geht zum Glück, weil das wäre bestimmt sonst ein noch größerer Krampf, die Flüssigkeiten und Gase, je nachdem, wieder zu trennen. So. Das heißt, der kleinere ist das schmutzige, ist dieses schöne Slag-Slurry. Wie komme ich an das Slag-Slurry ran? Für das Slag-Slurry brauche ich diese drei Washing Plants. Diese drei Washing Plants geben bitte. Passt das so schon direkt? Boah, das ist cool. Das Slag Slurry bekomme ich direkt von hier. Baue ich das System einfach mal so. Keine Ahnung, ob die Abstände so in Ordnung sind. 2, 3. Das hier baue ich nochmal ab. Vielleicht route ich das Ganze auch woanders durch, muss ich mir noch angucken. Weil hier vorne, nee, da habe ich keinen Platz zum Durchrouten. Gucke ich mir mal an, wie das am besten ist. Vielleicht verschiebe ich das ganze System auch nochmal um eins oder zwei. Diese Dinger machen bitte das Zeugs. Diese Dinger brauchen dann jeweils wieder so einen Crafter neben sich. Passt das? Das passt. Perfekt. Perfekt sogar. Eins, zwei und drei. Das geht sich tatsächlich ziemlich gut aus. Weil von hier aus kann ich sagen, du nimmst und ihr beide geht so im Grunde. Du nimmst und ihr beide geht im Grunde so. Dann, damit ich nicht vergesse, wofür die da sind, die bauen bitte nur diese Dinger. Keine Ahnung, warum der die Config verloren hat. Das heißt aber auch, dass ich diese Kohle hochrouten kann. Hier vorne lang. Nee, gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Und zwar hier lang. Gut, dass ich da eins durchgelassen habe. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Genau. Ah, so schön. Dieses System brauche ich gar nicht mehr bauen, weil ich das schon gebaut habe. Oh, ist das schön. Ich merke, dass es spät wird. Genau, das heißt, dieses Kohlesystem kann ich eigentlich schon. Kann ich eigentlich schon da unten lassen, wo es war? Ich glaube, das hier ist eh schon die richtige Höhe. Schaut erstmal gut aus. Das geht dann bis hierhin. Genau. Ich habe mich nämlich gerade gefragt, warum habe ich nicht so viel Kohle, wie ich eigentlich bräuchte? Hier vorne kommen dann fünf davon rein und fünf davon rein. So. Das hier ist, glaube ich, eh noch passend aufgebaut, ist es gar nicht. Du machst bitte das und das und du machst bitte das und das, aber andersrum. So, dieses System dürfte, müsste, könnte, hätte, sollte eigentlich so passen. Dann gucke ich mir jetzt mal an, wie bekomme ich Slag Slurry? Slag Slurry bekomme ich dadurch, dass ich dieses Sulfuric Acid und Slag in einem Liquefier miteinander verbinde. Und zwar mal mindestens auf dieser Höhe. Hier vorne ist der Le hier vorne sind die Liquefier. Ich meine, davon brauche ich zwei Stück. Liquefier, zwei Stück, genau. Das heißt, die geben mal bitte so rum aus. Zwei Stück. Dann kann ich die eigentlich hier vorne in die Mitte nebeneinander klatschen. Dann kann ich da nämlich auch anders mit Strom rangehen. Eins, zwei, drei. So, ihr macht bitte Slag Slurry.
Dieses Slag Slurry bekommt ihr von vorne angespeist. Das ist eh komplett okay. Dieses Zeugs hier kommt bitte hier vorne hin, weil dann kann ich dieses System allgemein auch noch mal umbauen. Nee, gar nicht, hä? Keine Ahnung. Das heißt, das kann sogar noch um eins runter. Cool. Hier kommt eins hin, da kommt eins hin. Die beiden müssen verbunden werden. Das hier kann gerne so rumgemacht werden, auch wenn es nicht unbedingt das Schönste ist, wie man bauen kann. Aber es geht hier ja um die Funktionalität. So, und diese hier kann ich dann tatsächlich so bauen. Und diese hier dann auch eigentlich. So. Der hier bleibt so, der hier bleibt so. Das heißt, der hier oben kann aber auch wieder mal weg. So. Ja. Wirklich tiefer kann ich nicht mit dem System, aber dieses System kann ich um eins tiefer setzen. Vielleicht schieße ich mir damit zum 20. Mal heute in mein Bein, vielleicht aber auch nicht, wer weiß das schon. Ich schieße mir damit gar nicht ins Bein, weil jetzt kann ich hier so rum hinsetzen. Und das ist nämlich dann absolut gar kein Problem. Du nimmst von hier, gibst eins nach hoch, du nimmst von hier und gibst zwei nach hoch. Übernehme ich die Config einfach mal für alle hiervon. Du gibst nur eins nach oben und machst das. Und das ist dann jetzt auch für alle eingestellt. So, perfekt. Ah, bald, nicht mehr lange. Mache ich das mal. Und das. Naja, der hier ist ziemlich unnötig. Genau. Habe ich das System schon mal? Diese hier brauchen dann Sulfuric Acid, heißt es, glaube ich. Die verbinde ich einfach mal ganz ungeniert. Dieses Sulfuric Acid, das hier, mache ich aus purem Wasser, also purified water, wie heißt das nochmal? Und Sulfurikdioxidgas in einer Chemical Plant. Chemical Plant. Schau ich mir mal an. Wie rum gibst du denn aus? Genau, das brauchen wir. Du nimmst von links und gibst nach rechts. Das heißt, du warst fast richtig. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das hier der Endstadium ist. Brauche ich irgendwo sonst noch pures Wasser? Ja. Nicht allzu viel später. Genau, pures Wasser, pures Wasser, pures Wasser. Das heißt eigentlich, dass ich hier vorne so ein kleines Abflusssystem so in der Art machen kann. Und dann leite ich das Ganze einmal. Ha! Das klappt doch nicht so schön, wie ich es mir dachte. Leite ich das Ganze einfach mal von hier. Bum, 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 bum. Mache ich das einfach. Nee, das ist sehr ressourcenaufwendig. Mache ich das einfach mal so. Genau. Das Ganze kommt dann so. Und hier vorne muss dann dieses Gelb-Rot-Rot rein. Gelb-Rot-Rot bekomme ich aus Sulfur und Oxygen. Also Sauerstoff. Sulfur und Sauerstoff. Das Ganze mache ich dann wieder mal in einem Liquefier. Diesen Liquefier, das ist falsch, dieser Liquefier, der gibt bitte stumpf in diese Richtung aus und du machst bitte das hier vorne. Um den zu bepowern, was war jetzt die Linie für, das ist die Linie fürs Rote. Mache ich dich einfach mal, keine Ahnung, hierhin. Dann kann ich dich nämlich bis hierhin hochsetzen und einfach mal sagen, du kommst hierhin. Ich weiß noch, dass ich dich ein bisschen später brauchen werde, das habe ich nicht vergessen. So. Das heißt, du brauchst Schwefel von irgendwo, wahrscheinlich von unten. Schwefel bekomme ich, soweit ich mich erinnern kann, aus diesem Ding hier. Ja, ich habe gerade über was anderes nachgedacht. Macht euch keine Sorgen.
Du bekommst dann nämlich von dem hier, weil wir haben nur einen Bedarf an Schwefelgas, glaube ich. Genau, Schwefelgas haben wir nur einmal Bedarf. So. Das heißt dann, du kommst einmal hier hin und du kommst dann hier hin. Bum, 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 bum. Damit haben wir das alles bepowert. Du gibst bitte nach oben. Und das, was wir dann an Überschuss haben werden, wird sich erstmal zwischenzeitlich hier drinne sammeln. Ich meine, es ist vielleicht sogar schlauer zu sagen, wir haben hier vorne ein Kreislaufbaby. Der Kreislauf ist einfach nur so ein kleiner Kreislauf. Und wenn wir es geschafft haben, dass der Kreislauf einmal fertig ist, du gibst dann bitte nach da aus, du gibst nach hier aus. Wenn wir es schaffen, dass der Kreislauf einmal durchgelaufen ist, haben wir was in der Kiste. Haben wir was in der Kiste. So. Weil wenn das einmal durchgelaufen ist, heißt es, dass hier vorne zumindest mal für jetzt befüllt ist. Ich hoffe mal, dass das reicht. Das hier tun wir dann da oben wieder rein. So ungefähr. Ja. Machen wir mal noch eine zweite hin, damit wir dort garantiert immer genug drinne haben. So, ich nehme mal an, dass dieses System jetzt so weit steht. Die Logik war ja. Ah. Ha. Ha, da war ja was. Die Logik ist ja soweit relativ simpel. Hier vorne muss noch das das überschüssige Gas rein. Machen wir es einfach mal mit einer direkten Verbindung. So, dieses System hier steht. Das heißt, wir bekommen hier die Flüssigkeit. Die Flüssigkeit wird hier reingeleitet, da reingeleitet, aber noch nicht hier vorne. Da können wir uns auch noch drum kümmern. So, gut, dass wir nochmal die Logik durchgegangen sind. Ihr habt alle jeweils 5 Stück, das ist komplett in Ordnung. Und dann von hier aus. Sobald das System ja läuft, werden sich da unten Sachen ansammeln. Von hier aus können wir uns darum kümmern, die Flüssigkeiten wieder zu trennen. Ich dachte, das Ganze dauert nicht so lange, deswegen habe ich die Aufnahme laufen lassen, aber das sind jetzt wieder mal 40 Minuten. Ich hätte es nur gerne irgendwann mal fertig, deswegen uns fehlen Steine. Wir machen das Ganze in der nächsten Folge fertig. Uns fehlen nämlich jetzt wieder mal Rohre. Wir sehen uns dann. Macht's gut. Macht's gut.